Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Humanitäre Hilfe ist das wichtigste Mittel, um Menschen, die durch Kriege oder Naturkatastrophen in dramatische Lagen geraten sind, zu helfen. Deutschland hilft hier in besonderer Weise, und das ist gut und richtig. Es ist ein positives Signal, dass Deutschland in den vergangenen Jahren eine massive Erhöhung der finanziellen Mittel vorgenommen hat, wie es auch der Bericht der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland 2014 bis 2017 bestätigt. Wir tragen mit rund 1,8 Milliarden Euro große Verantwortung und sind somit der zweitgrößte Geldgeber weltweit. Humanitäre Krisensituationen können aber leider nicht von einem Land alleine gelöst werden, wie sehr die Mittel auch hier erhöht werden. Humanitäre Hilfe ist eine Herausforderung, die sich alle Länder stellen müssen, vor allem aber auch die wohlhabenden Industrieländer. Der weltweite Bedarf an humanitärer Hilfe betrug in 2017 23,5 Milliarden US-Dollar. Davon wurden nur leider 11,9 Milliarden US-Dollar gedeckt, also gerade einmal die Hälfte. Und der Bedarf steigt stetig weiter. Wir haben gehört, 130 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, 68 Millionen Menschen sind auf der Flucht, davon die Hälfte Kinder. Deshalb finde ich es äußerst bedauerlich, dass finanzstarke Länder wie die USA ihr Budget für die Entwicklungszusammenarbeit und damit auch für die Mittel für die humanitäre Hilfe in 2018 um 6% gekürzt haben. Im ursprünglichen Haushaltsentwurf waren übrigens 33% Kürzung vorgesehen. Das ist unverantwortlich und führt zwangsläufig zu weiteren Wanderungsbewegungen. Wir haben die Mittel vervierfacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und langfristig erfolgreich zu sein bedeutet auch, dass wir nicht nur den Wiederaufbau nach Kriegen oder die Versorgung und den Schutz von zivilen Opfern uns darauf konzentrieren. Wir müssen präventiv handeln und den Aufbau von Frühwarnsystemen gegen Naturkatastrophen oder durch Prävention von Hungersnöten agieren. Hier müssen wir in Zukunft noch mehr auf die Bündelung unserer Ressourcen und Know-hows setzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe können nicht voneinander strikt getrennt sein. Humanitäre Hilfe richtet sich an vier Prinzipien aus: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit. Und dies führt auch unweigerlich immer mal wieder zu Zielkonflikten zwischen notwendigen außenpolitischen Interessen und humanitärer Hilfe. Aber ich kann in diesem Zusammenhang nur ein Dankeschön sagen an beide Ministerien für die tolle Arbeit, die geleistet wurde in den vergangenen Jahren. Herzlichen Dank dafür. Und ein weiterer wichtiger Punkt, glaube ich, ist notwendig, dass wir die Akteure auch vernetzen. Wir müssen die humanitäre Hilfe noch stärker vernetzen, um die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen auch prüfen zu können. Hier liegt meiner Meinung nach der Schlüssel. Nur mit einer gemeinsamen Vernetzung können wir es schaffen, präventiv zu agieren, mit dem Ziel, humanitäre Katastrophen zu verhindern. Damit verhindern wir übrigens auch neue Flüchtlingsströme, wenn Menschen vor Hunger, Krieg und Notlagen entfliehen müssen. Dies ist ebenfalls notwendig und richtig. Und wenn die AfD und die Linke heute die humanitäre Hilfe der Bundesregierung anzweifelt, ich tue das übrigens nicht, dann zweifelt sie auch die Arbeit der vielen Akteure in der Welt an, die humanitäre Hilfe leistet. Und ich habe großen Respekt vor den Menschen, die Hilfe leisten in der Welt. Und deswegen bleibt mir am Schluss ein großes Dankeschön an alle Akteure, die teilweise unter Einsatz ihres Lebens und mit großem Engagement Menschen in der Not helfen. Sie sind alle die Visitenkarte von Deutschland in der Welt. Danke für Ihren Einsatz. Das Wort hat die Kollegin Özos für die Fraktion der SPD.